Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Death Stranding. Ich bin eure Ninja und lass Sam hier gerade gegen die Last zu laufen. Klassiker. Wir haben einen recht weiten Weg vor uns. Und ganz viel Fracht an Bord. Ich habe mir daher den Lastenschweber mitgenommen. Es sind irgendwie über 150 Kilo. Ein anderes Gefährt können wir hier gerade nicht nutzen. Wie ihr seht, hat da auch schon jemand was abgestellt. Mit dem Truck kommen wir leider auch nicht weit. Irgendwer hat ihn leider hingestellt. Den nehmen wir jetzt mal. Wobei ich glaube, die Leiter bringt uns nichts. Den Lastenschweber. Ich denke mal, der wird gar nicht hinterherkommen. Ich habe mir ein paar Waffen eingesteckt. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwas auf diesem weiten Weg dorthin auf uns lauern wird. Seien es Mules, seien es GDs. Fängt auch gleich wieder an zu schneien. Auf die Wärmepolster habe ich jetzt verzichtet. Und habe mir lieber einen Schutz dran gemacht. Sind wir mal ehrlich, wir sind den Großteil bereits im Schnee gelaufen ohne Wärmepolster. Sam sah zwar immer aus wie so ein kleiner Schneemann, aber ich denke mal, so ein Schutzpolster ist besser. Irgendwann werden wir ja auch wieder in wärmere Gebiete kommen. Dann brauchen wir diese Wärmepolster natürlich nicht mehr. Der einzige Nachteil ist natürlich, wir haben 4 Verankerungen weniger, an die man was laden könnte. Sodass Sam... mein Gott. Und so, dass Sam jetzt natürlich alles auf den Rücken tragen muss. Aber gut, ist halt so. Ich habe immer noch die Handschuhe hier. Sobald wir raus sind aus dem Schnee, werde ich die ablegen. Ich habe schon einmal einen Mühlkampf gemacht und mich gefreut, dass die alle so schnell K.O. gegangen sind. Ich glaube, das lag daran, dass wir diese ollen, naja, Wolverine-artigen Klauen da dran haben. Ist aber nicht gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Dinger tödlich sind. Es gab nicht umsonst die Warnung, man solle damit niemanden schlagen. Den nahen GD-Gebiet dadurch erschaffen, ist dann natürlich auch nicht witzig. Ich laufe hier wieder parallel zum Hang, um nicht wieder runter zu rutschen. Sieht doof aus. Und zickzack. Dauert länger. Aber ein bisschen effektiver als geradeaus, wo man sowieso nur runterrutscht. Zumal wir hier auch diese 150 Kilo hinter uns herziehen. Wir sind auch gleich oben. Jetzt mal ein bisschen weiter in die Richtung laufen hier. Ich habe jetzt einen Granatwerfer. Mit dem kann ich alle möglichen Granaten abfeuern. Sowohl Blutgranaten als auch Rauchgranaten, Schockgranaten. Tödlich und nicht tödliche Munition. Das heißt, wir können die eigentlich als Allzweckwaffe nutzen. Müssen nur immer entsprechend Granaten auch mitnehmen. So, jetzt sind wir hier oben. Glaube ich jetzt richtig? Nee, ich glaube genau in die falsche Richtung. Da muss ich lang. Gibt es hier auf dieser weiten Strecke? Wie weit ist das? Das sind 500 Meter, glaube ich. Von Sam bis zu diesem Ding. Und die Seilrutschen, die gehen nicht so weit. Blöd. Also kann ich so ein Ding jetzt hier gerade nicht bauen. Hier steht keine. Welchen Weg gehen wir jetzt? Ich kann ja jetzt hier nicht holterdiepolter mit der Fracht runter.
Hey, da ist noch meine eigene Kletterverankerung. Oh Gott, hoffentlich fällt uns das jetzt nicht auf den Kopf. Manchmal geht es mit diesen Kletterverankerungen gut und manchmal wieder dann nicht, wenn man einen Lastenschweber hat. Laufen wir noch richtig? Nee, laufen wir in die falsche Richtung. Da müssen wir lang. Genau. Also eigentlich müssen wir wieder zur Biologin zurück. Und vor allem hier vom Berg runter. Schaut mal, ich habe hier gerade so einen orangefarbenen Kasten gesehen. Zeige ich euch nochmal. Hier, Mule-Briefkasten. Herrlich, ne? Wir laufen durch ein Mule-Gebiet. Wir haben Waffen dabei. Wir haben uns bisher gut geschlagen. Sprichwörtlich. Hier auf dem Hang werde ich gleich nochmal gucken wegen der Seilrutsche. Wobei, die 150 Kilo hier müssten wir uns dann auf den Rücken packen. Aber ich glaube, das mache ich, weil guckt euch mal den Weg an. Das sind jetzt 330 Meter. Das heißt, wir müssen noch 30 Meter laufen, oder was? Na, ja, jetzt ist uns das Seil gerissen. Da. Nehmen wir mit den Schweber. Ja, mein kleines Ding. Warte, ich mal schnell beruhigen noch. Okay, geschafft, beruhigt. Oh, das habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Der Odra-Deck hat sich verhalten, gerade wie ein Mobili. Wo habe ich denn jetzt hier? Ich laufe gerade schon wieder zwischen diesen Punkten. Also mir gefällt das immer nicht im Schnee hier irgendwo ganz ohne Linie rumzurennen. Vor allem, wenn der Weg so weit ist. Da geht's lang. Oh, ein großer Kristall, den nehmen wir mit. Wir haben hier den. Ich werde jetzt auch nicht die Seilrutsche benutzen.
Dafür müssen wir jetzt hier wieder irgendwo hochklettern. So können wir ein paar Kristalle einsammeln. So. Oder, naja, was machen wir denn? Nee, wir laufen hier. Das ist ein Kristall. So, mitnehmen. Und die mal natürlich nicht wieder hier komplett geradeaus laufen. Sonst rutschen wir wieder den Hang runter. Ah! Da ist ein Akku. Da gehe ich hin und lade mal schnell den Akku auch auf von. Also so nicht. Da ist ein Ladegerät, mit dem ich den Akku aufladen kann. Da ist kein Akku. Hm. Damit werde ich irgendwann wieder ohne Akku durch die Gegend laufen. Ich werde jetzt all diese Ladegeräte benutzen, die so auf dem Weg sind. Einmal brauche ich selbst dann keine bauen. Wenn wir schon da sind. Und zum anderen. Läuft es dann natürlich viel, viel schwerer, wenn wir einen leeren Akku haben. So, lade ich mal auf. Das geht ja auch recht flott. Können wir auch gleich nochmal auf die Karte gucken. Ja, wie geht das? Schaut mal, das ist ja gleich alles aufgeladen. Mal derweil auf die Karte. Schaut mal hier. Da ist ein Online-Generator nochmal. Zu dem können wir dann nochmal, um uns aufzuladen. Und dann haben wir hier einen Mule-Briefkasten. Das heißt, hier in dem Bereich haben wir dann definitiv Mules, die uns irgendwas abluchsen wollen. Von da ist es dann auch nochmal ein recht weiter Weg. Aber dann hieß es ja, dass wir recht weit schon im Westen sind. Dann haben wir diesen dicken Teergürtel. So, Akku ist geladen. Dann haben wir diesen dicken Teergürtel und über den, naja, wie wir über den rüberkommen, fragen wir auch noch. Denn wir sollen ja komplett nach Westen gehen, zu Amelie. Wir sollen die ja holen. Wobei jetzt sich ja die Frage stellt, wer, wie, was sie überhaupt ist, ne? So, jetzt sind wir gleich raus aus dem Schneegebiet, so wie es aussieht. Ich muss jedenfalls dran denken, bevor wir die Mules angreifen, diese doofen Handschuhe. Ich guck nochmal kurz, das geht nämlich hier, da oben. Seht ihr? Da könnte ich jetzt sagen, ablegen oder entfernen. Dann schlage ich die nicht aus Versehen wieder mit solchen Handschuhen und K.O. Wobei das ja echt effektiv war. Ich meine, mit einem Hieb waren die ja mal weg, ne? Ja. Wow. Sieht gut aus. Wo wir hier so lang laufen. Gott, Gott, Gott. Ja, müssen wir jetzt hier durch den Schnee nochmal? Oder gehen wir hier unten lang? Was machen wir? Ich glaube, das ist vollkommen egal. Altes Vulkanobservatorium. Ah, hier waren wir schon.
Bin mit einer Truck hingefahren. Ich frage mich manchmal, wo die diese Trucks her haben, also wie sie da hingekommen sind. Ich muss auch nicht unbedingt wieder an das GP-Gebiet rein hier. Aber müssen wir scheinbar. Ich bleib mal so am Rand. Ein paar GPs hatten wir ja noch nicht ausgeschaltet. Ich werde jetzt hier die Krafthandschuhe entfernen. Jetzt haben wir die natürlich auf dem Rücken irgendwo. Als zusätzliche Fracht, die uns runterfallen könnte, wenn wir dann mit den GDs kämpfen. In diesem ganzen steinigen Gebiet weiß ich gar nicht, wie man hier überhaupt mit den Trucks vernünftig fahren kann. Ich würde es nicht hinkriegen. Klar, schaff lieber. Ja, wieder was zum Aufladen. Ja, wir wurden angepinkt, okay. So. Da wo Mules sind, sind meistens keine GDs, okay. Schon einer angekapst. Kannst du den Rauch nutzen? Eigentlich die wird nicht lassen. Ey, die schießen auf mich! Okay, Leute, wir müssen uns verteidigen. Immer noch das Beste hier. So, Bums. Bums. Wap. Weg. Ja. Hm? Ja. Nein. Ja, hör auf zu schießen. Das machst du einer. Oh, da sind noch mehr. Ja, dann ja. Schlupp, schwupp, bam. Geh schlafen. Du auch. Auch schlafen. Gute Nacht. Macht mal alle ein kleines Schläfchen. Da unten steht wieder einer. Drei. Wenn man hier alle Mules ausgeschaltet hat, dann schlafen die immer alle eine Weile. Und dann könnte man in Ruhe das Lager plündern. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn man nicht gerade so viel. Weil sich hat wieder einer angetapst. So, geh schlafen. Da steht einer. Ey, auf den Treten. So, geh schlafen in der Nacht. Oh ja. Ja, wie bin ich aber, du? Upp, upp. Jetzt hat er vielleicht doch die Gasmaske gebraucht. Haben wir nicht, ist egal.
Halle. Und alles nur unnötiges Gewicht. Da kommt wieder einer angepatzt. Komm hier. Die ist auch nicht schlafen. So. So. Natürlich kann ich jetzt auch die ganzen Waffen benutzen, aber ich habe irgendwie festgestellt, für mich ist das hier gerade effektiver, die einfach umzuhauen. Das sind aber noch ein Kryptobioten. Als hier jedes Mal. Wo sind wir denn? Da müssen wir hin. Als hier jedes Mal irgendwie eine Waffe erst noch rauszuholen, dann ist die Munition leer. Dann laufen die weg, dann treffe ich die nicht. Also, machen wir es auf die Bud Spencer Art und Weise. Und hauen K.O. Hier dürfen wir jetzt auch gleich wieder auf unsere alte Linie stoßen. Na komm schon. Weiß gar nicht, haben wir die jetzt alle ausgeschaltet? Nee, ich glaube nicht. Bekommt die nicht immer so eine Meldung, dass die jetzt erstmal alle K.O. sind. Aber vielleicht sind wir jetzt auch aus dem Gebiet raus. Ich guck mal auf die Karte. Wird gar nicht angezeigt als orangenes Gebiet. Die anderen Höhlgebiete wurden immer so orange eingekreist. Vielleicht passiert das auch erst, wenn die ganze Gegend am Netzwerk ist. Da hinten steht so ein Scanner von denen. Ich glaube, dann sind wir raus. Und diesmal ohne diese Handschuhe, aber wie ihr gesehen habt, musste ich ein paar Mal öfter zuhauen. Beim letzten Mal waren es dann in der Tat die Handschuhe, die das Ganze beschleunigt hatten. Wow! Jetzt geht's hier aber ganz schön steil bergauf. Ich werde mal diese Handschuhe wieder anziehen. So. No. Was ich mal machen werde, ist bei diesem langen Weg zwischenspeichern. Das System speichert zwar ab und zu auch mal so, aber meistens dann, wenn man es gerade nicht braucht. Oh, wow. Oh Gott, jetzt bloß nicht die Fracht runterpurzeln lassen hier. Oh Gott. Ah! Nein! Oh, wie blöd. Jo. Machen wir hier erstmal den Kleinen, das Kleine, die Kleine. Schon gut. Alles wird gut. Wir haben gerade nur ein bisschen Fracht zerstört. Ist nicht schlimm. Kennt er jetzt die ganze Fracht, die nicht mitgeführt ist? Ich glaube schon. Da ist alles. Nee, nicht alles. Schade. So, das kommt da. Nee. Das kommt da schon mal raus. Dann müssen wir hier noch ein Stück runter. Und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal.
So, alles drauf. Sogar noch ein bisschen mehr. So Leute, ich würde sagen, Sam darf sich immer kurz ausruhen. Den Weg weiter nach Westen machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.